Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XAP Bros. Neuer Tag, neue News, XAP News, XAP Kuscheln ist wieder mal am Start, Leute. Es ist hier Familienkuscheln. Wie soll es auch anders sein? Ah, Familienkuscheln. <laughs> so Leute, nach dem Kuscheln haben wir auf jeden Fall einige News. Wir reden darüber. Der äh, Brad Ganghaus ist ja beim WEF beim in Davos und ja, der spricht über die Hinman-Dokumente und die E-Mails. Abgesehen davon, Rechtsexperten sagen auf jeden Fall, warum Whipple auf jeden Fall die SSC schlagen wird und vieles mehr, Leute. Wie soll es auch anders sein? Wir sind wieder mal am Start. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem XAP Deutschland zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken auf gefällt mir. In diesem Sinne rein in die Olga. Gib uns ein Like und folge der Community, denn wir berichten täglich über Ripple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützengraben, die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. So, nachdem wir Familienkuscheln gemacht haben, mein Sohnemann war auch dabei, schauen wir uns mal die erste News an. XRP erwähnt in UN-Papier über Krypto in Afrika. So können XRP-Kryptowährungen und die Zahlungslösung von Ripple beim Banking für äh, Unbankierte hilfreich sein. XAP kann Zahlungsdienste der neuen Generation in Afrika antreiben, sagt UN-Bericht. Das Entwicklungsprogramm der Vereinigten Nationen UNDP, eine UN-Organisation, die sich auf das Unterstützen von Ländern und Gemeinschaften bei der Armutsbekämpfung konzentriert, teilt ihr Papier Cryptocurrency in Afrika. XRP-Token äh, und Überweisungslösung von Ripple werden als nützliche Instrumente erwähnt. Also sehr interessant. Ne? Wir wissen ja, Ripple mit seiner Technologie ist sowieso ein zukunftsträchtiges äh, der Technologie generell die Technologie der neuen Generation. Ne? Also quasi stellt die ganze alte Generation in den Schatten und ähm, bringt gerade in Afrika, ne? gerade Entwicklungsländer sehr sehr krasse äh, Fortschritte, muss man hier ganz klar so sagen. Ne? Da will Ripple XLM, die wollen ja quasi in diesem Bereich ähm, wollen die alle rein. Leute, ich will nicht viel dazu sagen. Dazu sage ich nur eins. Ist dies der Weg, Luis? So werden wir ihn gehen. So, unser großer Bruder Whipple, CEO, also der Brad Ganghaus, ist ja in Davos. Nochmal ähm, nur zur Erwähnung: ähm, was wir von Davos haben, haben wir schon einige Male gesagt. Und wir sind jetzt keine Fans. Ich habe letztes Mal in den Kommentaren gesehen, dass einige sag ich mal nicht sehr begeistert waren, dass wir darüber gesprochen haben, aber der Brad, unser Kapitän, ist auf jeden Fall vor Ort, deswegen müssen wir auch darüber sprechen und es ist auf jeden Fall auch interessant. Ja, man kann ja vom Weltwirtschaftsforum halten, was man will, wie sie dann gerade erwähnt hat, ähm, aber meiner Meinung nach trotzdem alle Sachen, die mit dem WEF, sag ich mal, zu tun haben, werden in Zukunft ähm, ja, Realität werden und äh, wie wir hier sehen, Ripple ist Partner vom WEF, ähm, der Brad Garlinghaus ist seit Jahren, sag ich mal, vertreten äh, in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Und es ist halt einfach eine, eine Größe, sag ich mal, da äh, vertreten zu sein, weil es einfach die, die größten und mächtigsten und reichsten, einflussreichsten Leute, sag ich mal, sich da treffen und ähm, natürlich sich connecten. Ne? Also man will ja nicht äh, nur quasi dem was Schlechtes vorwerfen. Ne? Ich meine, äh, klar, sehr, sehr viele schwierige Theorien um den ähm, Gründer, sag ich mal, Klaus Schwab. Aber das sind noch mal andere Themen. Auf jeden Fall meiner Meinung nach, ähm, ja, wir gehen hier nicht in die moralischen Werte, sondern wir wollen hier Geld verdienen und ähm, sind mit Ripple, denke ich mal, an einer sehr, sehr richtigen Stelle hier. Schauen wir uns mal den Artikel an. Auf jeden Fall, der Brad Garlinghaus sprach über das Unternehmen und redete über die Klage. Und das ist der absolute Hammer, was der Brad Garlinghaus hier sagt, und äh, unterstreicht natürlich mal unsere Meinung oder ja unsere äh, Bestellung, dass quasi die ganze Geschichte irgendwann mal verfilmt wird, weil es riesen Korruptionsskandale sind. Und hier sagt er, wenn dieses ans Licht kommt, denke ich, dass wir eher sehen werden, wie es möglich ist, dass die SEC beschlossen hat, einen Fall gegen Ripple einzuleiten. Angesichts dessen, was sie innerhalb ihrer Mauern sagten. Er sagte auch, sobald diese Dokumente schließlich veröffentlicht werden, werden sie wahrscheinlich weitere Fragen darüber äh, aufwerfen. Also es ist nun mal so, wenn das alles aufgedeckt wird, was da drin steht, dann wird es richtig viele Fragen geben. Und Ripple. Und die CEOs wissen auf jeden Fall, was da drin steht. Aber die dürfen es anscheinend nicht sagen. Anscheinend wissen so viele und wir wissen es immer noch nicht. Ich möchte einfach wissen, Leute, was da drin steht. Ne? Da macht mich auch langsam... Crazy, Luis, ne? Ich will einfach wissen, was da drin steht. Auf jeden Fall. Und hier sagt er auch nochmal, dass nicht US-Kunden 95% der Kunden von Ripple ausmachen, ne? Also das ist schon krass, ne? Wie gesagt, in Amerika ist äh, Ripple mit XAP gefühlt noch gar nicht vertreten, ne? Durch halt, diese ganze Klage. Und das ist noch ein Riesenbereich, der noch, sag ich mal, dazukommt, was natürlich, ähm, ja, die, den ganzen Leuten, die sagen, nach der Klage, nach dem Klageende könnte es einen Riesen-Push geben, natürlich recht geben. Wie gesagt, ich denke, dass wir einen guten Push kriegen. Nicht zu hoch, den wir erst natürlich dann mit in Anwendung kriegen. Aber Leute, wir sind hier in einem Projekt drin, was der absolute Hammer ist. Und äh, ja, solche News zeigen meiner Meinung nach immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, und hier haben wir ein paar Kryptorechtsexperten, die erklären, warum die Chancen der SEC, Ripple zu besiegen, sehr gering sind. Hier betont Dieten unter anderem nochmal, was die SEC in der letzten Zeit alles für kuriose Dinge getan hat. Unter anderem auch, was äh, Ripple mal, für Unterstützer hat. Wir sind ja mehrere äh, Unterstützer des Amt. Amici-Briefes, äh, sag ich mal, die da äh, Ripple unterstützen und äh, Freunde des Gerichts, sag ich mal, plus halt wie die vielen ähm, XRP-Inhaber. Und hier steht noch mal: Sich in dem Fall durchzusetzen, könnte sich als Segen für den XRP-Preis erweisen, der sich in der Flaute befand. Mit einer Marktkapitalisierung von 90,7 Milliarden US-Dollar ist XRP laut CoinGecko-Daten derzeit das sechstvollste Kryptoasset und meiner Meinung nach bald einer der wertvollsten. Äh, Whipple sagte auch, die haben bis jetzt schon über 100 Millionen US-Dollar ausgegeben für den Rechtsstreit. Ne? Also, die, anscheinend sind die so heftig von sich überzeugt, dass sie 100 Millionen schon ausgegeben haben und sagen, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Und wir gehen auch stark davon aus. Also, wenn die der Meinung sind, dass sie nicht gewinnen, warum geben die so viel Gelder aus? Und es geht ja immer weiter. Es wird ja wahrscheinlich nochmal 100 Millionen ausgegeben und hat ja irgendwie gar kein Ende. Die geben aus, anstatt diese eine Milliarde einfach hier zu zahlen. Nö, die sagen nö, wir gehen vor Gericht, wir sind im Recht. Und es geht ja nicht nur darum, dass sie im Recht sind, ne? Es geht ja immer noch darum, dass Whipple mit seinen XRPs anerkannt wird, ne, auf dieser Welt und dass die sagen, ihr seid anerkannt. Ihr kriegt sowas wie ja. ein Free Pass, wie ja, ETH. Regulatorische Klarheit. Das ist wichtig, ne? Ist so hundertprozentig. Damit quasi die Anwendung starten können. Ja, Leute, hier haben wir nochmal einen sehr, sehr geilen Tweet und zwar von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Wir wissen ja, die BIS ist auch nicht sehr uninteressiert an Ripple. Und hier haben wir den Tweet: Wie können multilaterale Plattformen grenzüberschreitende Zahlungssysteme, die in verschiedenen Jurisdiktionen betrieben werden, Cross-Border-Payments verbessern? Der BIZ-Ausschuss für Zahlungsverkehr und Marktinfrastruktur haben hier einen Beitrag veröffentlicht. Ja Leute, wir erinnern nochmal an solche Bilder, wo wir hier quasi den guten Brett Garlinghaus sehen, mit riesengroßen Finanzgrößen im Publikum und natürlich neben ihm, hier haben wir den Chef von, von der IMF, äh, hier aus Saudi-Arabien, hier aus Hongkong und wie gesagt hier der Brett Garlinghaus ne, und so weiter. Also es sind wirklich sehr, sehr große äh, Leute, die da sagen wir mal, überall sitzen und die natürlich nicht uninteressiert an der Ripple-Technologie sind. Ne? Abgesehen davon, die Zuschauer sind ja auch richtige Größen und die Christine Lagarde schaut da auf jeden Fall wie ein Fangirl, sagten wir schon öfters, einfach zu und applaudiert, hey Brad, hast du gut gemacht, ja, Whipple ist eine geile Sache. Und wir sagen auch, Whipple ist eine geile Sache und mal schauen, was das auf jeden Fall mit sich führt. Ne? Wir wissen auf jeden Fall, dass da richtig gute Verbindungen sind und dass der digitale Euro irgendwann mal vielleicht über Whipple-Technologie mit ihren XAPLs laufen wird. Na, wir erwähnen es ja immer wieder, es wird nicht jedes System über einen, also nur über Ripple laufen. Na, wir vermuten natürlich, Ripple XRP ist eine Brückenwährung. Diese ganzen Systeme müssen connected werden. Wisst ihr Leute? Und das ist ganz wichtig, dass das alles irgendwann funktioniert. Wir brauchen Interoperabilität, dass bei digitalen Zentralbankwährungen sowie bei anderen Kryptowährungen und anderen Projekten ist es wichtig, dass alles connected werden kann. Und dafür quasi, damit auch diese Nostro-Wosto-Konten äh, überflüssig werden, brauchen wir einfach Ripple mit XRP. Dazu und haben wir ein Bild, ne? Genau. Ja. <laughs> Ich muss gerade sagen. Fuchs, du. Genau, hier haben wir ein Video dazu, was das nochmal gut beschreibt, meiner Meinung nach, ne, was XRP, sag ich mal, da für eine gute Lösung ist und quasi dann mal alles überflüssig macht. Ne? Ja, da kommen einfach Gelder von überall, von der Welt, von Deutschland zum Beispiel, der Euro und dann von ähm, England, der Fonds, dann... Ja, von Brasilien bis, was weiß ich, von Türkei, die Lira und so. Durch Whipple-Technologie kann das einfach umgewandelt werden. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Technik und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel alle Länder, alle Zentralbanken so eine Technologie brauchen, weil. Es ist nun mal so, es ist die Zukunft, dass alles digital wird. Und was wird, wenn alles nur noch digitaler wird? Es ist ein Investment, Leute. Man muss da ganz klar zu sagen, to Vosse Konten sind absolut teuer, inflationär, ne, sind für Banken äh, ja, keine schöne Sache. Und äh, ja, das einzige oder die einzige Möglichkeit, die das behebt, ist halt einfach XRP ähm, als Bridge Asset so leute das bitwavo-video kam anscheinend sehr sehr gut an cool dass es gut bei euch ankam und für alle die das noch nicht gesehen haben hier gleich kommt noch ein video und ihr könnt euch das video noch mal anschauen vom gestern ist auf jeden fall sehr interessant und da erklären wir noch mal die bitwavo-thematik abgesehen davon für jeden der sich noch anmelden möchte unter dieses video ist ein link zu bitwavo jeder der sich anmeldet kriegt 10 euro geschenkt für Belash, ne? Abgesehen davon, die ersten 1000 Euro Handelsgebühren sind kostenlos. Ne? Also ohne Gebühren ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und für einige haben sich da anscheinend angemeldet, nur mit Namen und so, Name, E-Mail-Adresse. Und da haben die die 10 Euro nicht bekommen und sagen natürlich, warum habe ich die 10 Euro nicht bekommen? Was macht man dann, Luis? Man muss natürlich das KYC-Verfahren aktivieren. Steht natürlich auch in der Richtlinie. Wir wissen ja, BitWavo nimmt das sehr ernst dass das eine sichere Seite ist und da gibt es nicht, sage ich mal, wie asiatische Seiten und sowas alles, dass man einfach nur mit E-Mail-Adresse und Name und eine Nachname sich anmelden kann. Das ist, man kann erst handeln und kriegt erst die 10 Euro, wenn man das richtig macht, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem XAPI Deutschland zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal. Und drücken so richtig so BAM auf Gepäckchen. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu den News sagt. Werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. Und wie es weitergeht, das erfährst Leute. du täglich hier. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang. Bis das die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt. Und unser Kurs sich wie Phönix von der Asche trennt.